Hey Leute, und zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal, Leute. Da hat jetzt wieder ein neues Video und zwar geht es heute um die neuesten Challenge von der Woche 2, die am Donnerstag released werden, Leute. Und ja, falls euch das Video gefällt und ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet, lasst auf jeden Fall ein Like, eine positive Bewertung und ein Abo, Leute. Und vergesst auf jeden Fall nicht, die Glocke zu aktivieren. Ihr könnt auf jeden Fall auch gerne mein Video mit euren Freunden teilen. Würde mich sehr, sehr unterstützen. Und ja, sonst würde ich mal sagen, legen wir los. Wie gesagt, geht es heute um die neuesten Challenges von der Woche 2, die am Donnerstag released werden, Leute. Und es gibt ja jetzt seit Season 5 ein neues Thema, beziehungsweise eine neue Art für die Challenges. Und zwar gibt es die Free Battle Pass Challenges, der beinhaltet eine schwere und zwei leichte Challenges. Und es gibt die Battle Pass Challenges für die, die den Battle Pass gekauft haben. Und zwar sind das zwei schwere und zwei leichte Challenges. Und ich muss sagen, wir beginnen gleich mal mit dem Free Battle Pass. Und zwar haben wir hier Verursache Schaden mit Sturmgewehren an Gegner, Leute. Das ist auf jeden Fall eine relativ leichte Challenge. Ich würde mal sagen, das sind rund 9 bis 10 Kills mit dem Sturmgewehr. Falls du versuchst, mit dem Sturmgewehr die ganzen Kills zu machen, dauert es sogar 9 bis 10 Kills, würde ich ungefähr sagen. Und wie schon gesagt, ist auf jeden Fall nicht so schwer. Und ja, falls du die Challenge geschafft hast, bekommst du 5 Sterne beziehungsweise 500 XP, falls du schon Stufe 100 bist. Da kommen wir gleich mal zur zweiten leichten Challenge beim Free Battle Pass, Leute. Und zwar müssen wir hier 7 Munitionsboxen in einem Match suchen, Leute. Ist auf jeden Fall jetzt nicht so schwer, könnte man sagen, 7 Munitionsboxen zu looten. Es gibt Tilted, wo du relativ viele bekommst. Es gibt ganze Städte, wo du relativ viele Munitionsboxen bekommst. Also in meinen Augen muss man sich jetzt nicht so die Sorgen darum machen, dass man alle Munitionsboxen in einem Match findet. Und ja, wie schon gesagt, ist es auf jeden Fall nicht so schwer, 7 Munitionsboxen zu suchen. Und wenn der Challenge es geschafft hat, bekommt ihr 5 Sterne, beziehungsweise 500 XP. Und ja, dann kommen wir gleich mal zur dritten Aufgabe, oder zur letzten schweren Aufgabe vom Free Battle Pass. Und zwar müssen wir hier 3 Gegner in Paradise Palms, dem neuen Ort, eliminieren. Ist auf jeden Fall auch nicht so schwer, da Paradise Palms auch jetzt ein relativ beliebter Ort ist, Leute. Ich gehe auch gerne hin, die ganzen Spieler gehen gerne hin. Es sammelt sich immer so eine kleine Spielermenge, die fighten und da 3 Kills sich zu gönnen. Bisschen auch manchmal ein bisschen abzustauben, ist glaube ich jetzt nicht so schwer. Und ja, falls ihr die Challenge geschafft habt, bekommt ihr 10 Sterne, beziehungsweise 1000 XP, falls ihr eben schon Stufe 100 seid, was wahrscheinlich beim Free Battle Pass relativ unwahrscheinlich ist. Und ja, sonst würde ich mal sagen, kommen wir gleich mal zu den Battle Pass Challenges, die für die da sind, die den Battle Pass gekauft haben. Und ja, wie schon gesagt, gibt es ja 2 leichte und 2 schweren Challenges. Und ich würde mal sagen, beginnen gleich mit der ersten leichten. Und zwar müssen wir hier 5 Körbe auf verschiedenen Basketballfeldern erzielen. Man hat auch schon sowas geleakt, dass sowas in der Richtung in der näheren Zukunft kommen wird, so eine Art Challenge. Es wird wahrscheinlich auch in der näheren Zukunft eine Challenge mit dem Golfball geben und mit dem Beachvolleyball wahrscheinlich. Ihr müsst auf jeden Fall euch da keine Sorgen machen, dass ihr eben den Basketball oder den Golfball jetzt nicht bekommt, weil ihr nicht so viel zocken könnt, da ja die Challenges und die ganzen Sachen ja seasonübergreifend jetzt geworden sind. Das heißt, ihr könnt ja auch über mehrere Season machen, über Season 6, über Season 7 und so weiter, Leute. Und auf jeden Fall, falls ihr 7 Körbe auf verschiedenen Basketballfeldern erzielt habt, bekommt ihr 5 Sterne bzw. 500 XP. Und ja, sonst würde ich mal sagen, kommen wir nochmal zur letzten leichten Challenge von der ganzen Woche 2. Und zwar müssen wir hier 7 Kisten in Loot Lake suchen, Leute. Was wahrscheinlich die schwerste Herausforderung von der ganzen Woche 2 werden wird, weil die anderen relativ leicht sind. 7 Kisten in Loot Lake ist, wie schon gesagt, jetzt nicht das Gelbe vom Ei, da auch Loot Lake relativ klein ist. Es gibt nicht wirklich so viele Häuser, wo du wirklich viele Truhen finden kannst. Ich würde mal sagen, rund 14 bis 15 Truhen in ganz Loot Lake. Bei Millionen von Spielern ist auf jeden Fall jetzt fragwürdig, wie leicht das werden wird, wie schwer das werden wird, Leute. Und ja, falls ihr 7 Kisten in Loot Lake eingesammelt habt, bekommt ihr 5 Sterne bzw. 500 XP. Da kommen wir jetzt auf jeden Fall jetzt nochmal in die letzten 2 Herausforderungen, die auch die letzten 2 Herausforderungen von der Woche 2 sind, Leute. Und zwar geht es hier um Suche zwischen einer Oase, einem Felsbogen und einem Dinosaurier, Leute. Wie gesagt, müssen wir hier zwischen einer Oase, einem Felsbogen und einem Dinosaurier suchen. Wird wahrscheinlich eh nicht so schwer werden. Die ganzen Seiten, die ganzen Leak-Seiten und die ganzen YouTube-Kanäle werden das sowieso am Donnerstag dann leaken, wenn die Herausforderungen rauskommen, Leute. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass das der Stern Richtung Paradise Palms sein wird, da ja auch die Oase und die Dinosaurier neben Paris Palms sind. Und ja, falls ihr diesen Stern aufgefunden habt, beziehungsweise falls ihr diesen Stern eingesammelt habt, bekommt ihr 10 Sterne, beziehungsweise 1000 XP.
Da kommen wir nochmal zur letzten Herausforderung von dieser Woche. Und zwar handelt es sich hier um ja, eine Sniper-Eliminierungsmission. Ihr müsst eben zwei Gegner mit einer Sniper eliminieren. Und zwar mit einer Bolt, mit einer Out-Rifle, also einer Out-Sniper oder mit einem ja, Jagdgewehr. Das sind die drei Sniper, die dabei zur Verfügung stehen, mit denen ihr zwei Kills machen könnt. Und ja, sonst würde man sagen, falls ihr die zwei Sniper-Kills ja, geschafft habt, was wahrscheinlich eh nicht so lange dauern wird, dann bekommt ihr 10 Sterne bzw. 1000 XP. Und ja, sonst würde ich mal sagen, was ist auf jeden Fall mit dem heutigen Video, mit dem Video über die Herausforderung von der Woche 2, die am Donnerstag released werden, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like, eine Posenweitung und ein Abo da, Leute. Und sonst wünsche ich euch viel Spaß bei den Challenges am Donnerstag. Und ja, sonst wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya.